Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über den Altitude Hold Mode bei dem Apache. Ja, in einem der letzten Updates ist endlich der Altitude Hold Mode hinzugekommen und das heißt, der Autopilot kann jetzt auch unsere Höhe halten, was natürlich unglaublich praktisch im Hover ist, beziehungsweise auch beim Reiseflug, weil uns dann natürlich nochmal eine Hand abgenommen wird und wir uns auf andere Sachen konzentrieren können. Wir brauchen dann diesmal jetzt wirklich den kompletten Force Trim Switch. Das heißt, ich würde das nochmal in den Control zeigen, was ihr einstellen müsst. Und zwar findet ihr dann hier unter Hokas bei dem Apache hier den Force Trim Switch und das ist genau der, den wir heute komplett benötigen werden. Wir haben ja rechts, links, down und up. Das heißt, nach rechts, dort seht ihr AL und das ist auch dieser Modus, um den es heute geht, den Altitude Hold Mode. Das heißt, bewegt ihr den Switch dann nach rechts oder drückt ihr den, dann schaltet ihr den damit ein oder aus. Genauso nach links den Altitude Hold Mode, den solltet ihr ja schon kennen. Dann natürlich Down, um beide Modi gleichzeitig auszuschalten und nicht nur eben einzeln. Und dann nochmal der übliche Up-Switch fürs Trimmen an sich. So, und jetzt ist es so, dass ich jetzt erstmal einen normalen Hover einnehmen werde, so wie ihr es auch in meinem Hover-Tutorial kennt. Dann den Altitude Hold Mode aktiviere und dann schalte ich nochmal gleichzeitig den Altitude Hold Mode hinzu. Dann kriegen wir zwei zusätzliche Indikationen. Genau wie die Fahrt umrandet wird für den Altitude Hold Mode, kriegen wir dann hier um den Steigen-Sinken-Pfeil auch so eine so einen umrandeten Pfeil, um dann anzuzeigen, dass eben jetzt der Altitude Hold Mode aktiv ist. Und wir haben hier in dem Upper Info Display dann hier auch nochmal so eine Nachricht darüber, dass eben der Altitude Hold Mode aktiviert ist. Und dann auch noch in welchem Modus, im Radar Altitude Hold oder im Barrow Altitude Hold. Das heißt, wenn ich natürlich im Gelände entlang fliege, möchte ich natürlich so 50 Fuß, 100 Fuß halten. Das würde der Apache automatisch regeln. Ist jetzt in diesem Update gerade noch nicht drin, bestimmt in der Zukunft. Das habe ich ausprobiert. Der hält die Radar Altitude Hold. Die Radar Altitude nicht. Deswegen kann ich euch das noch nicht empfehlen zu benutzen. Ansonsten wäre es so, wenn ihr dann den Barrow Altitude Modus drin habt, das heißt die Höhe nach dem barometrischen Höhenmesser haltet, dann fliegt er natürlich immer in einer Höhe, egal was das Gelände darunter sagt. Und könnte dann ja auch theoretisch gegen Gegenstände fliegen bzw. Gebäude. Ja, so, dann schalte ich jetzt auch noch einmal den Controls hier ein mit rechter Kontrolltaste um Enter, damit ihr sehen könnt, wie die Stabilisatoren arbeiten. Wir haben ja je nachdem, wie ich den Stick und so weiter verändere, hier den grauen Bereich, wo die Stabilisatoren arbeiten können. Ihr seht ja, der grüne arbeitet hier. Genauso haben wir das jetzt hier auf meinem Kollektiv hier. Dort habe ich auch so einen grünen Strich, um anzuzeigen, wie sehr versucht der Stabilisator des Kollektivs gerade zu arbeiten. Und das ist nochmal wichtig, das gerade eben im Altitude Hold Mode zu sehen, dass wenn ich den jetzt gleich aktiviere und ich habe noch zu sehr am Kollektiv gezogen, dann seht ihr, dass der hier an Anschlag geht bzw. runter und dann Schwierigkeiten hat, eben die Höhe zu halten. Deswegen ist es gleich wichtig, wenn ich das einnehme, dass ich schon genau wie ich ausgetrimmt bin, auch mit dem Kollektiv möglichst schon die Höhe halte, wenn ich den Altitude Hold Mode aktiviere. So, lange gequatscht. Gehen wir jetzt erstmal dazu über, den Apache in den Hover zu bringen. Machen wir das hier einmal kurz am Boden erst einmal. So, ich versuche einen relativ stabilen Hover einzunehmen. Lass mich im Ground-Effekt fliegen. Da ich im Hover bin, mache ich jetzt den Altitude-Hold-Mode einmal an. Trimme dann auch direkt, um das eben auszugleichen. Jetzt schaue ich mal. Dann wird er sich klein wenig auspendeln. Ich gehe schon mal komplett aus meinen Controls raus. Und dann sind wir jetzt natürlich dann gleich in einem stabilen Hover. So, und was ich jetzt mache, jetzt drücke ich dann noch einmal den Force-Trim-Switch halt nach rechts. Dann hört ihr ein längeres Piepen und diese beiden Indikationen sind hier reingekommen, wie hier Radar Altitude Hold und das umrandete Dreieck auf unserem Variometer und Höhenmesser auf der rechten Seite im iHeads. Ja, so könnt ihr sehen, Radar Altitude Hold. Das heißt, er wird jetzt versuchen, diesen neuen Fuß einzuhalten, beziehungsweise in einem der nächsten Updates in der Open Beta dann bestimmt auch der Geländekontur folgen. Diesen Radar Altitude Hold, den könnt ihr nicht nur in diesem Hover machen, sondern in jedem dieser Altitude Hold, in jedem der Altitude Hold Modus. Das heißt jetzt im Hover, im Ground Speed Hold und natürlich dann im normalen Altitude Hold, wo die Fluglage beibehalten wird. Würde ich dann auch noch einmal gleich kurz zeigen. Ansonsten seht ihr ja, dass wir jetzt hier in neuen Fuß schweben
und da wirklich bombenfest steht jetzt mit diesem Modus. Jetzt in der Höhe bringt es euch natürlich nichts, deswegen würde ich das zeigen, wie ihr das macht, wenn ihr jetzt mal etwas höher steigen wollt. Wenn ihr jetzt einfach nur im Kollektiv zieht, um zu steigen, dann ist es nicht so, dass er dann die Höhe einhält, sondern ihr würdet gegen den Stabilisator kämpfen, was natürlich echt blöd ist. Ich kann es einmal zeigen, wenn ich jetzt hier dran ziehe, geht der Stabilisator nach unten, weil er ja die andere Höhe halten will. So, und jetzt kämpft er dagegen, versucht da eben runter mitzugehen. Das wollt ihr natürlich nicht machen. Was ihr jetzt in dem Fall machen wollt, ist den Altitude Hold Mode ausschalten. Das heißt, ich drücke den einmal nach rechts, um den komplett zu deaktivieren. Ich kann dann ganz normal das Kollektiv so benutzen, wie ich es brauche. Ich gehe jetzt einmal so auf 100 Fuß hoch. Versuche nicht so sehr in den Overtalk zu kommen. So, wenn wir jetzt bei 100 Fuß sind, die Höhe, die ich halten möchte, dann versuche ich jetzt schon mit dem Kollektiv möglichst die Höhe zu halten, dass ich auch wie bei einem ausgetrimmten Zustand erst so die Höhe halte und ohne, dass der jetzt noch viel arbeiten muss, der Stabilisator, und dann drücke ich eben nach rechts für den Altitude Hold Modus. Der ist aktiviert, er hört das Piepen, er steht hier und die Indikation ist da und auch hier pendelt der sich noch ein bisschen ein. Aber ihr seht ja auch, der Stabilisator hier bleibt in seinem grauen Bereich, hat also keine großen Schwierigkeiten jetzt den Modus zu halten. Ihr pendelt sich genau wie beim Hover jetzt noch ein klein wenig ein und irgendwann sind da auch gleich Pendelbewegungen komplett weg. Ja, so wie jetzt in dem Zustand. Und auch hier wieder ist der Hover halt bombenfest. Ja, wenn ihr jetzt natürlich beide ausschalten wollt, weil ihr jetzt nach vorne fliegen wollt, könnt ihr natürlich die Down-Funktion des Force-Trim-Switches benutzen, indem beide Modi ausgeschaltet werden und nicht nur alle beide einzeln, wenn ihr den jeweiligen drückt. Das heißt, ich gehe einmal mit Down nach hinten auf dem Switch, dann piept es einmal und beide Modi sind weg. Dann will ich das jetzt einmal zeigen mit einer kleinen Vorwärtsfahrt, wie es dort ist. Das heißt, wenn ich einmal so, gehen wir nach Norden raus, weil dort nicht so viele Sachen sind, die uns bekämpfen würden auf meiner Tutorial-Map hier. So, das heißt, ich habe jetzt hier so eine Fahrt von 20 bis 30, möchte ein klein wenig nach vorne fliegen. Auch hier wird den Attitude-Hold-Modus an, schalte einmal die Trimmung, dass ihr eben diesen Modus halt. So, und jetzt versuche ich auch hier nochmal mit dem Kollektiv, genau wie gerade, die Höhe erst einmal so selber zu halten. Und sobald das sich eingependet hat, drücke ich nach rechts. Der Attitude-Hold-Modus ist aktiviert. Und jetzt kann ich komplett aus den Controls rausgehen. Und der Apache wird dann mit dem 24 Knoten Ground Speed, beziehungsweise hier der Ground Track Modus, leicht nach rechts vorne fliegen. Und ich kann mich wirklich auf andere Dinge konzentrieren, beziehungsweise der Gunner vorne wird sich freuen, weil er eben so schön gleichmäßig fliegt, ohne dass es ruppelt, und er kann die Sachen dann besser anziehen. Genau, das war natürlich einmal im Ground Track Modus. Jetzt gehen wir noch einmal schneller, wenn wir jetzt nur im Attitude-Hold-Modus unterwegs sind, das heißt zu irgendeinem Wegpunkt zum Beispiel. Über 40 Knoten halt. Und auch hier wieder versuche ich den Flugzustand so einzunehmen, wie ich möchte, die Fahrt zu halten. Einmal nach links, einmal trimmen, loslassen, die Höhe versuchen, dann einmal schon mal selber so ziemlich auf Null zu halten, nach rechts drücken. So, und ich kann alles loslassen und befinde mich in einem stabilen Reiseflug. Ja, und kann mich, wie gesagt, auf andere Dinge konzentrieren und den Apache selber die Dinge machen, die er wahrscheinlich selber besser kann. Genau, das war es jetzt eigentlich, was es zum Altitude-Hold-Modus zu sagen gibt. Nicht so viel, wie ihr euch denken könnt, aber ich wollte es nochmal eben so zeigen, dass ihr dann halt wie ihr das dann benutzt und das einstellt, so dass ihr dann auch einen stabilen Flug habt. Wie gesagt, das Wichtigste ist, genau wie bei dem Altitude-Hold-Modus, wo ihr möglichst schon getrimmt reingehen wollt, ist es wichtig, dass ihr beim Altitude-Hold-Modus auch schon möglichst die Höhe haltet, bevor ihr diesen aktiviert, damit der, damit ihr nicht gegen den Dämpfer arbeiten müsst. Ja, so viel dazu. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und abonniert mich auch bitte, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wie immer gilt, sind noch Fragen offen oder habe ich vielleicht irgendwas nicht richtig erklärt, einfach rein damit unten in die Kommentare. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Tutorial. Ciao!